Mein Name ist Tim, ich bin 20 Jahre alt und ich werde Industriemechaniker. Ich finde meine Ausbildung spitze. In der Ausbildung als Industriemechaniker ist zu Anfang jedes Mal eigentlich eine Metallgrundausbildung vorweg. Danach geht es dann immer weiter an die Maschinen, wie zum Beispiel die Bohrmaschine, die Fräsmaschine oder auch die Drehmaschine oder auch das Arbeiten mit der umgangssprachlich genannten Flex. Es ist auf jeden Fall schon extrem cool, wenn man ein Stück Stahl hat und anschließend sieht man dann, was man für ein Ergebnis hat. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Also übers Geld kann man sich nicht beschweren. Die Karrieremöglichkeiten sind im technischen Bereich sehr gut. Wenn man jetzt nicht gerade in der Werkstatt ist, dann ist man zum Beispiel in der Produktion und beseitigt Störungen oder wartet Maschinen. Wenn jetzt eine Wartung bevorsteht, zunächst einmal kriege ich die Instandhaltungsmeldung. Mit dieser gehe ich dann zur Maschine, schaue mir das Ganze an und wenn es vorhanden ist, schnappe ich mir das Ersatzteil, nehme das Werkzeug mit und baue es dann ein. Es läuft dann so ab, dass ich die Schrauben vom Halter löse. Anschließend nehme ich oben die letzte Schraube ab. Damit kann ich dann die ganze Feder abnehmen. Anschließend löse ich den Sicherungsring unten an dem kleinen Bolzen, der den großen Bolzen hält. Schlage den Bolzen raus, tausche die beiden Sachen aus und baue alles in der umgekehrten Reihenfolge wieder ein. Ich würde die Ausbildung auf jeden Fall weiterempfehlen für all die Leute, die technisch echt interessiert sind. Man lernt extrem viele verschiedene Sachen und es macht auch wirklich Spaß. An sich schaut man bei vielen Sachen einfach, wie man so schön sagt, hinter die Kulisse. Der Insider-Tipp: Ein guter Industriemechaniker ist der, der Kaffee trinken gehen kann, weil alle Maschinen laufen.